Servus zusammen zu einer neuen Folge The Division 2 hier bei mir auf dem Kanal. Wir spielen die neue Fahndung der Anwerbau und ich bin hier schon wieder mitten im Gefecht, denn wir sollen zur Solarfarm, aber irgendwie ist überall um uns herum wird gekämpft. Jetzt wird auch anscheinend hinter uns gekämpft. So, da kommt er doch, okay. Ja, da haben wir hier richtig was zu tun. Action anderthalben oder überall. So, das sind die Granätchen und ich glaube, hier ist jetzt die Solarfarm und da müssen wir jetzt irgendwie reinkommen und zwar möglichst unbeschadet, um die gute Cindy, ich glaube, so heißt sie hier, zu befreien. Okay, wir machen das am geschicktesten von links, von rechts. Wie war denn das? Wie war denn das? Wo ist denn hier der beste Eingang? So, hier ist alles dicht. Ach doch, hier geht es ja logischerweise rein mittendrin. Ja, klar, hier geht's rum. Dann bleiben wir mal hinten ein bisschen in Deckung. Und da ist ja auch schon was los. So, da müssen wir gucken. Das ist auch wieder, glaube ich, ein Kontrollpunkt. Das heißt, da bekämpfen die sich wieder gegenseitig. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Aber das ist ein Kontrollpunkt. Das heißt, wir holen uns Verstärkung. Wir müssen das ja nicht alles hier in Alleingang machen. Ich bin eben nämlich für Arbeitsteilung. Zumal uns hoffentlich die Jungs ein bisschen den Rücken hier frei halten. So, da ist die Solar. Okay. Ach, da oben springt auch einer rum. Ja, dann schauen wir mal, ob wir uns hier langsam aber sicher heranrobben. Okay, da haben wir ein Ziel. Das Geschütz werden wir erstmal wieder hier einpacken. Oh, da läuft... Ach, du Schande. Okay. So, da kommt die Verstärkung, die Kavallerie. Oh, ja, Bubele. So, das machen wir noch so. Da gehen wir hier einmal ein bisschen rum. Ja, er zieht dir den Rückzug. Ja, für dich ist es zu spät, mein Freund. So, okay, die Jungs gehen dort in Stellung. Das ist nicht verkehrt. Wir werden jetzt versuchen, hier nach oben zu kommen. Ja, hier möchte ich hoch. Dann können wir da oben unser Geschütz platzieren. Ach du Schande. So, da kommen noch welche raus. Ich glaube, für dich ist die Party gleich zu Ende. Ach du Schande, was war das? Ah, okay. Das ist nicht gut. Wo haben die denn das Teil hingestellt? Ach du Schande, weg. Oh, nee. Gut, gut, dass wir die Kollegen da haben. Ich hoffe doch sehr, dass hier der Lieutenant anmarschiert kommt. Sehr schön, mein Freund. Ein Freund, ein guter Freund. Das ist das Beste, was du hast auf der Welt. So. Die bösen Buben hier. Ja. Ihr habt nicht mit dem Teamgeist dieses Teams gerechnet. So, jetzt kommen sie von da hinten. Irgendwas kommt von da hinten. Ach, da kommt einer raus. Oh ja, er hier. Ja, wir auf dem Weg. Irgendwas ist da. Das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Habe ich schon erwähnt, dass es mir nicht gefällt? So, was ist verdammt? Ja, der Typ da oben, der regt mich auf. Der regt mich richtig auf. Der macht hier uns weh, der macht uns richtig weh. So, aua.
Jetzt sieht die Sache doch wieder etwas angenehmer aus. Wir kriegen von der Seite Beschuss, so wie es aussieht. Von wo? Hä? Ach, von da unten. So, wo ist wer? Wer ist wann, wo, wie, wieso, weshalb, warum? Ja, ja, und ich bin hier. So, es muss, denke ich, weg hier. Er ist very important. Jetzt eher impotent. Ah, da kommt noch was. Da kommt noch was auf uns zu. So, und jetzt haben wir das Dröhnchen wieder im Einsatz. Es geht nichts über Lufthoheit auf dem Gefechtsfeld. So. Zusätzliche Feindkontakte. Ach, wie ich das hasse. Dass er aber auch immer recht haben muss. Wir müssen hier weg. Ach du Scheiße. So, der muss weg. Nee, ach du Scheiße. Ja, jetzt hat es mich wieder erwischt. So, Hilferuf. Die Jungs nehmen uns aber ein bisschen auseinander. Wo ist unser Lieutenant? Au, oh, das sieht schlecht aus. Das sieht schlecht aus. Kein Lebenszeichen bei Agent. Schade, schade, schade. Gut, dann müssen wir das Ganze nochmal angehen. Und zwar von hier aus. Da war unser Lieutenant wohl auch schon ein bisschen indisponiert, habe ich so den Eindruck. Also wir müssen das ein bisschen cleverer angehen. Stopp. Wir müssen dahin. Und das heißt, wir gehen da lang. Hallo. Hallo, Computer. So, jetzt. Unsere Jungs sind, glaube ich, noch im Gefecht. Das heißt, wir haben noch einen gewissen Vorteil. So, aber jetzt zügig dahin. Kann das sein, dass ich jetzt mich irgendwie gerade falsch rumlaufe? So, oder? Ah, da sind ja auch schon wieder welche. So, wo müssen wir denn jetzt lang? Da sind wir, oder? So, wir werden doch diesen Kontrollpunkt noch einnehmen und die gute Mandy befreien. Oh, da drüben springen sie schon wieder rum. Da ist aber auch überall Action angesagt. Okay, das nehmen wir mit. So, jetzt müssen wir aber hier rein und endlich mal ein bisschen aufräumen. Ach du Schande. Was ist denn das? Oh ja. Ach, geht's hier schon los? Gehen wir mal hier über links. Rechts war ja schon nicht ganz so erfolgreich. Ah. Okay, wir müssen da rein. So, dann werden wir... Oh, 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 oh. Oh, nee. Sag mal, was ist denn das? So, dann gehen wir mal hier nach oben.
Ja, gute Frage. Wo kommst du eigentlich du denn her? Oh, schon wieder so einer mit einer Granate. So schaut's aus, ne? Oh, der Kollege, der nervt echt. Ja, das kann ich auch. Ups, das ist die falsche. So, jetzt aber. Komm mal Feierabend. Ach was. Ja, das ist erstmal so vom Prinzip her gar keine so schlechte Idee. Ich würde vorschlagen, dann tu dies auch. Oh oh. Abziel im Fadenkreuz. Na, komm schon. Ups, ups, ups. Von wo schießen der? Oh, von hinten, oder? Ja, da ist wieder irgendwo einer von hinten, der rumballert. Wusste ich's doch. Dann bringen wir uns erstmal in Sicherheit. So, da haben wir nämlich ein Geschütz, das uns ein bisschen unterstützt bei der ganzen Geschichte. So, sind da noch mehr? Sind da noch mehr? Oder ist nur noch er unterwegs? Komm jetzt raus hier. Ja, komm. Mann, 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 Mann. Das ist ja wieder ein hartes Geschäft hier. Agent, Cindy wurde am Museum of Native Peoples gesichtet. Boah. Das Wasser noch. Ich war früher immer gerne da. So, die geben aber auch wirklich keine Ruhe hier. Zugang zum Nachschubraum freigeschaltet. Ja, aber das sind andere. Okay, das ist ein anderes Gefecht. Wir werden uns jetzt erstmal hier wieder ein bisschen regenerieren, erholen, aufmunitionieren und natürlich uns vorbereiten für den nächsten Einsatz. Das war wieder ein hartes Stück Arbeit hier. Ja, hat sie völlig recht, da hat sie völlig recht. So, wie sieht's aus? Die Granätchen hier oder die Raketchen können wir mitnehmen. So, wir sammeln wieder mal unsere Unterstützung ein. Deckungsfeuer und Lufthoheit. Oh, da oben gibt's noch ein bisschen Medikit eingesammelt. Agent fordert Verstärkung an. Ja, natürlich. Jeder hätte gerne mich als Verstärkung. Ich weiß, ich weiß. Aber ich kann nicht überall gleichzeitig sein. Komm schon. So, was wollte er sagen? Er wollte irgendetwas sagen. So, was haben wir hier? Nehmen wir alles mit. Ah, kommt mal wieder ganz schlecht raus hier. So, gibt's hier noch irgendwas? So, wo ist denn der Seffe? Ach, da ist die Patrouille. Hier ist der Kontrollpunkt Officer. Was hätten Sie denn gerne? Ach, wir haben gar nichts mehr. Eieieiei, wir müssen ein bisschen was einsammeln. So, die andere schwitzt, hat ihre Wallungen. Ist in den Wechseljahren. Gut, das soll es, glaube ich, erstmal für den Teil hier wieder gewesen sein. Das war wieder The Division. Wir müssen, glaube ich, als nächstes eingehender Notruf, ja, das ist uninteressant. Wir müssen als nächstes bestimmt wieder einen Kopfgeldeinsatz machen. Wir schauen mal. Okay, Cindy McAllister.
Cindy McAllister, jetzt haben wir es doch. Wasserquelle am Museum. Das ist ein Kopfgeldeinsatz, den wir dann gleich machen werden. Aber erst wieder in der nächsten Folge hier in The Division 2 und in der Fahndung der Anwerber. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch für eure Geduld, für eure Zeit und hattet ihr hoffentlich ein bisschen Spaß. Ja, ich habe mal wieder ins Gras gebissen, weil ich wieder nicht aufgepasst habe. Aber so ist es halt. Das gehört eben auch mit dazu. Okay, wir sehen uns, wenn wir Cindy McAllister befreien. Bis zum nächsten Mal hier bei mir auf dem Kanal. Ich sage tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.